die Sprache der Menschen sprechen, wichtige Themen ansprechen, das kann mein heutiger Gast Jana zur Löwen. Sie ist Influencerin, hat über 1,2 Millionen Follower auf Instagram und anderen Plattformen. Jana, schön, dass du da bist. Freut mich, also dass wir hier zusammensitzen. Sehr auf jeden schöne Location. Fall. Das Börsenparkett vor Füßen. Angefangen hast du mal mit YouTube, da ging es mehr um Mode und Kosmetik und dann bist du auch selber immer mehr in den Finanzbereich reingerutscht. Wie kam das denn? Ja, also viele finden das immer so ein bisschen absurd, aber eigentlich habe ich ja auch ganz klassisch BWL studiert und habe mich da aber auch vor allem viel für die Themen Entrepreneurship interessiert und bin dann relativ schnell im Studium auch so in die Startup-Szene gekommen und habe dann auch mehr mich mit den Themen Startup-Investments befasst und aber auch mit dem Investieren an der Börse. Und dann habe ich auch noch eine Weiterbildung gemacht in Sustainable Finance und habe mir sozusagen immer Stück für Stück Wissen angeeignet, aber auch viel Learning by Doing, weil ich das irgendwie schon immer gemacht habe, auch mit YouTube. Da macht man ja auch vieles am Anfang selbst und so bin ich dann irgendwann mehr zu den Finanzthemen auch gekommen. Jetzt sagen einige Kritiker, sie finden es immer kritisch, wenn Influencer dann auch Finfluencer werden und irgendwas empfehlen. Aber es ist ja auch ganz wichtig, Leute erstmal für Börse und Wirtschaft überhaupt zu begeistern. Genau, also so sehe ich das eigentlich auch. Also ich mache jetzt ja hier keine Aktienempfehlungen oder so, sondern ich versuche aufzuklären. Ich versuche auch das Thema Finanzen nicht nur jetzt hier an der Börse zu besprechen oder wie da die Zahlen sind. Das mache ich eigentlich eher selten, sondern es geht auch viel darum, wie teilt man die Finanzen in einer Partnerschaft auf. Oft ist das zum Beispiel gerade für Frauen eine ganz wichtige Basis, die dann auch für deren Altersvorsorge relevant ist. Und das sind einfach so kleine Dinge, wo ich so Impulse geben möchte, damit die Leute sich mehr und mehr damit befassen. Also das ist eigentlich so mein Hauptziel, weil ich hätte mir das auch früher gerne gewünscht. Also meine Eltern sind so die klassischen Leute, die eigentlich alles auf dem Sparbuch haben und jahrelang ihr Haus abbezahlt haben. Und ich würde mir irgendwie wünschen, dass wir mehr und mehr auch über das Investieren an der Börse lernen und eben auch die private Altersvorsorge, weil das einfach immer wichtiger wird. Wie investierst du denn selber? Also ich investiere auf der einen Seite sehr viel in ETFs, aber ich habe auch einzelne Aktien und habe eben auch Immobilien und meine Startup-Investments, die aber sehr, ja, das würde ich sagen, das ist eben sehr riskant, aber ich glaube, ich habe so eine ganz gute Aufteilung zwischen all meinen Investments, mit der ich mich sehr wohlfühle, weil bei den Aktien-ETFs kann man ja auch jederzeit das Geld wieder rausholen. Bei den Startups ist es ein bisschen schwieriger, da muss man eben auf ein gewisses Exit-Szenario warten, aber ich glaube, ich habe da eine ganz gute Balance. Startups sind sicherlich spannend. Wie findest du denn das richtige Startup da für dich? Also ich glaube, wenn man in Startups investieren will, braucht man auf der einen Seite ein gutes Netzwerk. Ich hatte das Glück, dass ich schon sehr früh im Studium Menschen aus der Berliner Startup-Szene kennengelernt habe, die auch schon mehrere Unternehmen gegründet haben und auch in mehrere Unternehmen investiert haben. Und so bin ich dann zu meinem ersten Startup-Investment gekommen. Das war Fantasy, eine Plattform für erotische Audios, die auch immer noch weiter wächst und sich super entwickelt. Und dann bin ich aber auch mehr zu B2B-SaaS-Firmen gekommen und habe auch gemerkt, dass ich auch als Influencerin da einen guten Mehrwert bieten kann, weil da geht es ja nicht nur um Sachen verkaufen, sondern zum Beispiel auch um Employer-Branding und jetzt aber bei einigen Startups, wo ich beteiligt bin, auch einige meiner Follower und es ist irgendwie total spannend, da hinzukommen. Aber ich würde auch vielen Leuten sagen, dass das Investieren in Startups wird, glaube ich, manchmal so ein bisschen romantisiert. Es ist wirklich sehr riskant und zum Beispiel so ein Crowdfunding ist jetzt auch nicht mit einem generellen Startup-Angel-Investment zu vergleichen. Also man muss da schon wirklich sehr gut darauf achten, wie gut ist das Team, ist die Bewertung fair, vielleicht sich auch mit anderen wirklich austauschen, weil da kann auch schon sehr viel schief gehen. Du warst ja auch bei Höhle der Löwen zu sehen. Siehst du dich auch in Zukunft mehr so als Investorin dann? Also ich würde es mir wünschen. Die Frage ist natürlich nur, auf welche Art und Weise. Aktuell investiere ich ja wirklich mit meinem eigenen Kapital und einige der Löwen zum Beispiel oder viele, die auch sonst in der VC-Szene sind, investieren ja auch das Geld von anderen. Und ich möchte mich auf jeden Fall in diesem Jahr noch ein bisschen weiterbilden in dem Bereich, damit ich dann auch nochmal entscheiden kann, ob ich mir auch vorstellen könnte, das professioneller zu machen oder ob ich sage, ich bleibe einfach dabei, dass ich einfach mein Geld investiere und vielleicht kriege ich ja dann auch Stück für Stück ein bisschen Returns von den ersten Investments. Das muss man einfach dann entscheiden. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es mir sehr, sehr viel Spaß macht, vor allem mit jungen Gründern, Gründerinnen zu arbeiten und denen auch so ein bisschen beim Erwachsenwerden zuzugucken. Erwachsen werden, du wirst nächstes Jahr 30, wenn man das sagen darf. Ja. Was sind denn so deine Ziele für die nächsten Jahre?
Ja, also es wäre schon cool, ein Startup-Exit mal dann erlebt zu haben aus meinem Portfolio. Ich glaube auch generell, dass ich mich einfach auch stets weiterbilden möchte in diesem Bereich, aber auch Social Media gehört irgendwie für mich immer noch so dazu. Ich bin auch irgendwie sehr stolz darauf, dass ich nach all den Jahren immer noch so eine Freude daran habe. Diesen Job, der ja auch ein wahnsinniges Privileg ist, dass ich den ausüben kann. Ja, das sind eigentlich so ein paar Meilensteine und ich glaube, vieles ergibt sich wahrscheinlich dann auch nochmal sozusagen, wo das Leben privat hingeht und so weiter. Aber ich freue mich eigentlich sehr auf alles, was noch kommt. Und für dich als Plattform ist Instagram das Wichtigste bisher? Also ich finde, dass auch TikTok mittlerweile natürlich sehr relevant ist. Also ich habe zum Beispiel auch meine eigenen Produkte in der Drogerie und da sehe ich halt total, dass die Leute, die in die Drogerie gehen, um zum Beispiel diese Produkte zu kaufen, die Parfums oder Haarparfums, die sehen das meistens auf TikTok. Das heißt, gerade im so Bereich Drogerie, da ist TikTok einfach nochmal viel größer. Früher war das eigentlich YouTube und jetzt ist es alles auf TikTok geschiftet und das ist natürlich auch total spannend und man sieht ja auch, dass sehr, sehr viele Trends einfach von TikTok kommen und dann erst auf Instagram zu sehen sind. Deswegen ist TikTok schon sehr relevant und LinkedIn finde ich aber für mich persönlich auch total spannend. Dadurch, dass ich ja eben Business Angel bin, kann ich da eben auch diese Sachen sehr, sehr gut teilen, weil ich glaube, für Instagram ist das oft ein bisschen zu nischig, aber für LinkedIn, da passt es dann eigentlich sehr, sehr gut. Und du hast von Privileg gesprochen, dass du den Beruf ausführen kannst. Ist es denn auch eine Verantwortung, wenn man so viele Leute auch erreicht? Auf jeden Fall. Also ne, gerade wenn wir jetzt auch über das Thema Finanzen und Investieren reden, also da ist es ganz wichtig, dass man sich dieser Verantwortung auch bewusst ist. Dass man jetzt da, wie gesagt, nicht irgendwelche Aktien empfiehlt, wo die Leute dann vielleicht das bereuen. Also sowas mache ich auch gar nicht. Mir geht es eher darum, mehr über das Investieren aufzuklären. Und auch zum Beispiel bei meinen Kooperationspartnern, da stehe ich auch immer dahinter, dass ich die Sachen irgendwie teste und das auch nutze, weil das ist einem natürlich irgendwie auch wichtig. Weil man hat eben schon eine gewisse Verantwortung. Vor allem gerade bei so einem sensiblen Thema wie Finanzen. Und ich finde, da muss man wirklich auch sehr aufpassen, weil ich merke ja auch, wie wissensdurstig die Leute da sind, weil viele einfach haben sich noch nie mit dem Thema ETFs oder Altersvorsorge befasst. Und es gibt ja auch viele Leute, die dann irgendwelche Kurse verkaufen für 4-5-stellige Preise. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass man es eigentlich schafft, und das geht ja auch, mit kostenlosem Wissen, was es überall gibt, sich so weiterzubilden, dass man seine ersten Schritte an der Börse machen kann. Und ich glaube, bei Female Finance bist du auch sehr aktiv, also dass man Frauen auch noch mehr in das Thema reinholt. Genau, weil es ist ja wirklich ein strukturelles Problem, dass Frauen einfach, dadurch, dass Frauen ja auch die Leute sind, die Kinder bekommen, die dann oft in Teilzeit arbeiten oder oft zu Hause bleiben, dass sie dann weniger verdienen und deswegen haben auch Frauen eine niedrigere Rente. Und da ist einfach ganz wichtig, zum Beispiel auch mit dem Partner dann über das Thema Altersvorsorge zu reden. Also, dass man vielleicht auch sagt, okay, ich bleibe zu Hause, aber du zahlst für mich zum Beispiel einen gewissen Betrag in ETF-Sparplan ein, damit eben auch für meine Rente in der Zeit besser vorgesorgt ist. Also, dass man da diesen Diskurs hat. Also, Female Finance heißt irgendwie für mich nicht nur, dass sozusagen die Frauen auch in der Verantwortung sind oder die Schuldigen sozusagen, ne, dass die in Teilzeit arbeiten, sondern dass man sagt, okay, wie können wir das generell vielleicht lösen oder mehr darüber sprechen? Natürlich ist es auch ein politisches Thema. Man sieht ja auch immer noch, dass zum Beispiel zu wenig Kita-Plätze sind, dass man da eine bessere Unterstützung bekommt und generell so viele Sachen, die man da verändern kann. Aber wenn man halt privat schon mehr Wissen hat und auch privat vorsorgen kann, ist das natürlich schon mal ein guter Startpunkt oder eine gute Basis. Und wir machen jetzt mal das Parkett hier unten unsicher. Okay, ja cool. Vielen Dank, dass du da warst, Diana zur Löwen. Und vielen Dank, dass ihr und sie mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.